Die nächste Wortmeldung hat der Kollege Muttmann Alexander von der Fraktion der FDP. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Stöttner hat, wie sie auch in der Überschrift steht, vor allem auch mit Blick auf den ÖPNV diesen Gesetzentwurf begründet, allein ein Stück weit verschwiegen, dass er ja, und das begrüßen wir auch, noch ein gutes Stück darüber hinausgeht. Was haben wir bisher? Eine Regelung, die vor allem den Gemeinden ihre eigene Einrichtungen, eine Finanzierungsmöglichkeit durch die Kurgäste eröffnet. Wander- und Radwege, Touristinformationen natürlich klassisch, Kurpark, Hallenbad, auch die Organisation von Veranstaltungen. Und jetzt können die Gemeinden dann mit diesem Gesetzentwurf auch Finanzierungen von Einrichtungen, die sie nicht selbst vorhalten, mit übernehmen. Das wird zum einen eine Erleichterung der kommunalen Zusammenarbeit auch mit sich bringen. Ich denke auch ein Stück weit mehr Motivation in diese Richtung, wenn man auch für nicht eigene Einrichtungen Finanzierungsmöglichkeiten nicht nur aus dem eigenen Haushalt, sondern eben auch der Kurgäste eröffnet bekommt. Das halten wir für richtig. Das halten wir auch für wichtig. Dass darüber hinaus da und dort findige Kommunen auch heute schon ein Stück weit die Dinge mit eingerechnet haben und ist auch ein Teil der Wahrheit, sodass wir mit dieser veränderten und zu ändernden Rechtslage auch die Rechtslage der Praxis ein Stück weit annähern, ist auch ein Argument dafür zu sagen, da gibt es dafür ein Bedürfnis, das wollen wir auch in diese Richtung hinbewegen, sodass wir zusammengefasst sagen können, das ist nicht nur, aber auch mit Blick auf den ÖPNV und der Kollege Zwanzig hat ja als Beispiel auch das Gutti schon angesprochen, wo das schon praktiziert wird, eine richtige Entscheidung, die wir gerne unterstützen, aber auch die Hinweise darauf, dass auch der Staat bei den Bemühungen um ein weiter verbessertes ÖPNV-Angebot seinen Beitrag leisten soll und das nicht nur in den Ballungsräumen über das 365-Euro-Ticket, sondern eben auch gerade in den ländlichen Regionen, wo auch diese prädikatisierten Gemeinden und Kurorte insbesondere liegen. Das ist eine Forderung, die wir auch weiter verfolgen werden, die aber hier und heute bei diesem Gesetzentwurf keine zentrale Rolle spielt. Deswegen noch einmal, es ist ein Stück in die richtige Richtung, die wir auch gerne unterstützen, auch beim ÖPNV die Kurgäste mit zur Finanzierung heranzuziehen. Wir werden im Ausschuss die Dinge noch ein Stück weit vertiefen, aber im Kern können wir auch Zustimmung signalisieren. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich beim Abgeordneten Muttmann und darf als letzten Redner aufrufen den Kollegen Joachim Hanisch von der Fraktion der Freien Wähler. Herr Abgeordneter Hanisch, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, interkommunale Zusammenarbeit, das ist eigentlich das, was wir